London, Wembley soll ausverkauft sein. Aber der Engländer an sich kommt ja immer last minute zum Fußball. Der Sitzplatz ist reserviert. Spätestens hier und heute beginnt der Countdown auf die Weltmeisterschaft. England gegen Deutschland, nach wie vor ein Klassiker. Auch wenn sich die Ergebnisse dieser beiden Fußballnationen im letzten Jahrzehnt doch gravierend unterscheiden. Im Home of Football. Die Three Lions schon ganz lange nicht mehr unter den Top 4 bei E oder WM. Joachim Löw's Mannschaft dagegen immer. Aktuell Weltranglistenerster, den Confed Cup gewonnen mit einem Perspektivteam und na klar Weltmeister. Und der Titelverteidiger, so hat man den Eindruck, der schwelgt vor allem personell im Überfluss. 37 Spieler wurden in der Qualifikation eingesetzt, 25 aktuell berufen. Und die folgenden 11, er ist nicht dabei, haben die Starterlaubnis für Wembley erhalten. Marc-André Ter Stegen, das ist jetzt schon der ständige Vertreter von Manuel Neuer, als Nummer 2 etabliert. 3 Innenverteidiger, Matthias Ginter, Mönchengladbach, Mats Hummels von den Bayern und Antonio Rüdiger vom Chelsea Football Club. Der Rechtsaußenverteidiger ist Joshua Kimmich. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und eine Pärchenpremiere auf der Doppelsechs mit Rückkehrer Gündogan und Mesut Özil, der erst zum zweiten Mal überhaupt auf dieser Position zum Einsatz kommt. Das erste Mal dabei, links Neuling Marcel Halstenberg von RB Leipzig. Offensiv Julian Draxler, Tobias Werner und Leroy Sané, der bei Manchester City gerade durch die Decke schießt. Ein, sagen wir mal, 3-4-3 mit einer neuen Zentrale. Özil und Gündogan sollen das Spiel prägen. Sowohl mit Rückendeckung der Verteidiger gegen den Ball und dann das Umschaltspiel beim DFB wiederbeleben. Das war zuletzt hin und wieder zu kurz gekommen. Draxler als Rechtsaußen, Özil als Sechser bis Achter. Ungewöhnliche Rollen für die beiden, aber auch Flexibilität ist ein Thema auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Die Reserve nimmt schon mal Platz. Sami Khedira, Sandro Wagner, Emre Can. Es gibt genug personelle Alternativen. Toni Kroos ist nicht auf dem offiziellen Mannschaftsbogen erschienen. Hat ja nur in den Tagen von Berlin ein kurzes Aufwärmprogramm gemacht. Geschwächt von einem Magen-Darm-Infekt. England spielt, das kann man hier schon erahnen. Und das ist ungewöhnlich in den dunklen Auswärtstrikots offiziell. Ja, weil die so selten zum Vorschein gekommen sind bisher. Und die DFB-Marketing-Abteilung, die dürfte sich freuen. Denn so darf Deutschland noch verborgen unter den schwarzen Jacken die neuen weißen WM-Trikots das erste Mal ausführen. Beide Mannschaften und auch der Schiedsrichter gespannt, das war hier schon kurz gesehen, zu sehen, spielen am Vorabend des sogenannten Poppy Days mit einem Trauerflor. Darauf das Motiv der roten Klatschmohnblüte, englisch Poppy, in England das Symbol in Erinnerung und Gedenken an die Kriegsopfer. Da hat sie Poppy, die Klatschbohnenblüte. Also hinein ins englische Wohnzimmer Wembley, in dem längst auch eine deutsche Sofagarnitur steht. 6 Siege in Serie für Deutschland. Gab es hier die letzte Niederlage vor, ja, fast schon unglaublichen 42 Jahren. Bundestrainer damals, 1975, war Helmut Schön. Tammy Abraham, einer von gleich 3 Neulingen bei der englischen Mannschaft. Und das ist natürlich Joachim Löw. Seit dem EM-Halbfinale, seit 19 Länderspielen, seit 16 Monaten unbesiegt. Und jetzt das Vorprogramm bei jedem Länderspiel. Die Nationalhymne. Zunächst die von Deutschland.
Gareth Southgate hatte Respekt eingefordert von den englischen Fans gegenüber Deutschland, gegenüber der Hymne. Und die sind dem Teammanager brav gefolgt. Immer noch nicht ganz voller, aber immerhin schon ein bisschen Gänsehautstimmung in Wembley. Ja, die deutsche Mannschaft, ein Tag voller Werbedrehs, ganze zwei Trainingseinheiten, so die Vorbereitung dieser Herren. Bei den Engländern wurde häufiger trainiert, allerdings mit weniger Personal. Gleich 7 Ausfälle gab es im Laufe der Woche, inklusive eines Offensivtrios in Topform. Harry Kane, Dele Alli und Raheem Sterling. Aber geblieben sind immerhin noch 11. Bei den Hausherren, vermutlich auch in einer 3-4-3-Formation ähnlich wie Deutschland. Denn das soll die taktische Formel sein für die WM. Und bei England dabei auch 3 Debütanten. Im Tor Pickford aus Everton. Und dann Loftus-Cheek und Tammy Abraham. 2 Ausgeliehene von Chelsea dürfen starten. Die Jugend also bekommt ihre Chance. Eine günstige Gelegenheit, eben für andere auf sich aufmerksam zu machen. Gareth Southgate, viele Verletzte, aber er hat auch freiwillig auf einige verzichtet. Smalling, Sturridge und so weiter. Dem Neuen eine Chance. Ebenfalls noch nicht etabliert sind die beiden als Kapitäne. Eric Dier zum ersten Mal, Mats Hummels zum allerersten Mal von Beginn an. Und auch das Videoschiedsrichter-Assistenten-Experiment wird hier und heute fortgeführt. An der Pfeife Paweł Raczkowski aus Polen. Vor dem Fernsehsturm sein Landsmann Pavel Hill. Es ist eine Premiere in England. Die FIFA sammelt weiter Erfahrungen. Und im März wird dann entschieden werden, ob die WM mit oder ohne Videoschiedsrichterassistent stattfinden wird. In Polen in der Liga wird dieses System auch seit dieser Saison in vollem Umfang angewandt. Also normalerweise gehört der Rasen Ihnen hier, den Spielern, aber der wird jetzt hier gleich vor Anpfiff nochmal Schauplatz wichtiger Symbolik. Die offenen Schuhe, persönlich aufgeschnitten von Mats Hummels, das haben wir eben schon gesehen. Also in einer Woche, in der der 54er Weltmeister Hans Schäfer mit 90 Jahren verstarb, an einem Tag, an dem sich der Tod von Robert Enke das 8. Mal jährt, gedenken Engländer und Deutsche gemeinsam den vielen, ja, auch namenlosen Opfern vergangener und aktueller Kriege. Und deshalb kommen gleich Repräsentanten vom DFB. Dabei ist Präsident Reinhard Grindel. Von der FA mit dem Vorsitzenden Greg Clark. Und die Militärangehörigen von Royal Air Force und Luftwaffe. Von Navy und Marine, von Army und Heer, gemeinsam, solidarisch, Schulter an Schulter auf dem Platz mit Gedenkkränzen am Vorabend des Poppy oder auch des Remain Brands Day auf dem Platz. Also die Gedenkkränze werden niedergelegt und wir können darauf achten, die britischen Gesandten tragen die angesprochene rote Mohnblüte, die der Bundeswehr die blaue Blüte des Vergissmeinnicht. Gleich erst die Pfeife von Paweł Raczkowski hören. Und
dann eine Minute der Besinnung, dazu dann The Last Post, gespielt von Sergeant Major Ralph Brill. Der Fußball ist eine Nebensache, wenn auch eine besonders schöne, die aber, und das ist gut so, eine Bühne bieten kann für wirklich Wichtiges gegen das Vergessen. Genießen Sie das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Präsentiert von Bitburger. Die Mission Titelverteidigung, also nimmt Fahrt auf. Es geht um die WM-Plätze. Deutschland sucht seinen WM-Kader. England, ja, noch einiges mehr. Das taktische Grundgerüst, das dazu passende Personal. Ein neues Selbstverständnis nach einer dann doch spröden WM-Qualifikation. Muss neue Euphorie entfacht werden. Die Situation heute nach all den Absagen für die Three Lions. Risiko und Chance zugleich im Clinch mit dem Weltmeister. Gut zu erkennen, dass sie vorne sehr mannorientiert sich anstellen in den ersten Sekunden. Die Engländer hinten dann bei Bedarf Dreier-, Vierer- oder Fünferreihe, je nachdem, wie sich das Ganze verschiebt, auch natürlich in Anpassung an den Gegner. Und die Deutschen formieren sich auch situativ direkt in einem 4-2-4 mal gegen den Ball. Ist auch immer die Frage, welche Rolle die beiden Außen machen, Kimmich und Halstenberg. Auf die taktisch immer enorm viel Arbeit hinzukommt, offensiv wie defensiv. Werner provoziert den ersten Fehler. Und John Peckford darf sich ein erstes Mal auszeichnen. Ja, ein schnelles Debüt für Peckford. Ja, und ein schneller körperlicher Rückschlag, Fragezeichen, für den Leipziger Werner. Hardy nicht im Abseits, Ter Stegen legt den Rückwärtsgang ein. Hat er den Blick für Abraham. Und Kieran Trippier mit dem Abstauber. Also, Freundschaftsspiel hin, Freundschaftsspiel her, 90 furiose Sekunden. Ja, Rüdiger hat sich da erst Richtung Ball orientiert und sucht dann noch den Gegner. Und so verteidigt er weder Raum noch Abraham. Gerne mehr davon. Und hier nochmal der Fehler im Aufbau
von Harry Maguire. Auch ist das zweite Länderspiel für ihn. Und Werner wird derweil behandelt an der Seitenlinie. Hier. Und wieder bekommt er da auch Eis in den Nacken. Ist das die alte Halswirbelgeschichte, die dann auch direkt wieder ausstrahlt? Bin da ein bisschen zu weit weg, um das authentisch einschätzen zu können. Aber erstmal nur 10 Deutsche gegen 11 Engländer. Also Vardy und Abraham orientieren sich da klar im Sturmzentrum. Loftus Cheek etwas dahinter, also nicht so ein ganz klares 3-4-3 wie auf deutscher Seite. Und wieder Trippier. Ist ja hier quasi sein aktuelles Heimatstadion von den Spurs. 27, auch erst das dritte Länderspiel vor 9 Tagen, hat er hier eine Gala abgeliefert mit Tottenham gegen Real Madrid. Und daran war auch er als Rechtsaußenverteidiger maßgeblich beteiligt. Sandro Wagner wird schon mal mit Leibchen zum Aufwärmen geschickt. Da droht möglicherweise ein früher Wechsel. Schade für Timo Werner nach der Verletzungsgeschichte am Samstag. Matchwinner gegen Hannover, aber hat danach selbst gesagt, noch bin ich nicht bei 100%. Aber jetzt ist er immerhin erstmal mit beiden Beinen zurück auf dem heiligen Rasen von Wembley. Also vorne Vardy und Abraham, bei den Engländern dahinter Loftus-Cheek. Und auch Livermore, Eric Dyer, so der zentrale Sechser. Gareth Southgate, er will halt einiges ausprobieren Richtung Weltmeisterschaft. Aber diese Dreier- bis Fünferabwehr, die will er unbedingt umsetzen. Rüdiger für Werner. Im Abseits und im Aus wäre der Ball auch gewesen. Beide Mannschaften stehen in den ersten Minuten jeweils sehr hoch. Bietet natürlich immer Raum hinter der Abwehrreihe. Den zu sehen, zu erkennen, das ist nicht so schwierig. Da hinzukommen, schon eher. Spiel von Livermore gegen Joshua Kimmich. Jack Livermore von West Brom, aktuell 16. in der Premier League. So einige im Kader, die eher aus dem Souterrain der ersten englischen Liga stammen. Wieder mit dem tiefen Ball für Halstenberg. Gute Idee, da auf den ersten Pfosten zu gehen. Leroy Sané. Özil und Gündogan, das neue Zentrumspärchen im Zusammenspiel. Die Schaltzentrale bilden. Nach vorne, aber auch mit dem Rückwärtsgang. Vor 10 Jahren gab es schon mal einen Debütanten auf der Linksverteidigerposition. Am selben Ort in Wembley. Christian Pander, der schoss damals sogar das Siegtor. Das war die erste Niederlage für England im neuen Wembley. Allzu erfolgreich und allzu lang war dann die Länderspielgeschichte von Pander. Allerdings nicht. Wünschen wir Halstenberg
etwas mehr Ausdauer. Da ist er wieder. Sané. Nächste gute Chance des 21-Jährigen, der ja furios mit Manchester City in diese Saison gestartet ist. Topscorer der Premier League. Und ein Beleg, wieder einer, dass Pep Guardiola Spieler besser macht. Das Umschaltspiel, eine Qualität dieser Engländer. Diesmal Rüdiger zeigt auch mal sein Tempo gegen Trippier. Und jetzt müsste es mal ins Umschaltspiel der deutschen Elf gehen. Draxler für Sané. Also so hoch sie beide stehen, so offensiv sie beide ausgerichtet sind, auch mit der Qualität im Konterspiel, kann das hier ein sehr munterer Freundschaftsspielabend werden. Der Anfang ist schon mal vielversprechend. Jerome Boateng mit Mütze ist auch dabei. Setzt er aus wegen muskulärer Probleme. Mario Götze, der wird genau wie Gündogan sicherlich noch sein Comeback geben nach mir. Als einem Jahr Länderspielpause sollen sie beide wieder herangeführt werden. Sandro Wagner macht sich immer noch warm, aber Werner läuft jetzt wieder rund. Auch bei den Engländern macht sich wohl Michael Keane frisch, ein Innenverteidiger. Und Tammy Abraham ist einer aus der jungen, wilden Generation der Engländer von Swansea City, aber auch nur ausgeliehen von Chelsea, war bei der U21-EM dabei und Gareth Southgate wird auch für das Spiel, die Engländer spielen am Dienstag gegen Brasilien, weitere U21-Spieler dazu holen. Zwei U20-Weltmeister. Wird ja so ein bisschen vorgeworfen, er sei ein wenig zögerlich als Manager, aber nach gelungener Qualifikation scheint er die Zurückhaltung aufgeben zu wollen. Wie ich finde, eine ganz gute Idee, wenn es um die Zukunft des englischen Fußballs geht. Draxler zieht es immer wieder ins Zentrum. Rechte Seite, nicht sein Lieblingsressort. Schön Sané und Halstenberg. Gegen Trippier, erste Ecke. Ist ganz gut reingekommen. Der Spätberufene, auch schon 26 Jahre alt, hat nie in einer DFB-Juniorenauswahl gespielt. Hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen und debütiert in Wembley. Ecke, Mesut Özil. Zweiten Bälle jetzt häufiger bei den Deutschen.
Vor anderthalb Jahren gegen Italien war es, hat Özil an der Seite von Kroos auf dieser Sechserposition gespielt. Hat danach gesagt, naja, das ist nicht so meine Position, ich spiele lieber auf der 10. Allerdings hat er das damals mit Kroos sehr gut gemacht, bei diesem 4:1-Sieg gegen Buffon und Co. Ist vielleicht doch auch eine mögliche Alternative, je nachdem, welches System Joachim Löw spielen möchte, welche Ausrichtung er anstrebt. Und in Testspielen lässt sich das allemal testen. Und mehr ist es erstmal nicht. Hat auf jeden Fall schon mal eine Menge Ballkontakte. Wieder Özil für Sané. Im 12. Jahr erster deutscher Fußballlehrer Joachim Löw. Das Fummeln, das Dribbeln, das bei anderen Spielern wie Götze oder Draxler, die sich auch anders entwickelt haben, ja, ein bisschen verloren gegangen ist, dafür steht Leroy Sané auch. Und das ist ja etwas, was der Bundestrainer eh vermisst, auch in den Nachwuchsmannschaften des DFB, generell in der Ausbildung von Fußballern. Und das bietet ihm Leroy Sané. Ginter. Bisschen Glück. Offensivfoul von Jamie Vardy. Der heute natürlich zum Zug kommt, weil Harry Kane leicht verletzt auf Nummer sicher geht und sich lieber für die kommenden Premier League und Champions League Wochen schont. Eine Chance für Vardy, der immer noch in Leicester ist und auch immer noch, obwohl der Club ja, von der One-Hit-Meisterschaft doch ein bisschen abgekommen ist und tiefer gefallen ist in der Liga. Aber Vardy schießt immer noch seine Tore. Auch ganz gut zu sehen, Gündogan hält die etwas tiefere Position. Özil schleicht sich mit nach vorne. Im Ballbesitz dann auch oft auf einer 8er- oder 10er-Position. Danny Rose, auch von den Spurs, der linke Außenverteidiger. Also gerade auf den Außenverteidigerpositionen hat Gareth Southgate eine Menge Qualität. Auch eine Menge Quantität. Mehr als zum Beispiel der Weltmeister. Abraham schleicht sich da auch durch die Reihen. Also Halstenberg macht in dieser ersten Viertelstunde einen sehr sicheren Eindruck in beide Fahrtrichtungen, offensiv wie defensiv. Manchester gegen Manchester, City mit Sané gegen Phil Jones von United. Und auch Antonio Rüdiger ja mittlerweile hier zu Hause in London beim FC Chelsea, kam vom AS Rom, taumelt ab und zu noch ein wenig, aber das ist im Moment bei Chelsea eher ein Problem, gab da in Rom in der Champions League ein 0:3. Und dann sah Antonio Rüdiger nicht so gut aus, aber auch Gail Cahill, der englische Nationalspieler, der heute erst einmal verletzt auf der Bank sitzt.
Läuft es schick. Auch er ist 21, spielt beim letzten bei Crystal Palace. Und kriegt hier mit etwas Verzögerung einen Freistoß. Auch einer dieser unzähligen Spieler, die von Chelsea immer wieder ausgeliehen werden. Ja, der Tunnel gegen Halstenberg und dafür revanchiert sich Rüdiger dann mal ganz schnell. Marc-André Ter Stegen hatte ja einen Gruselstart in der Nationalmannschaft. 5 Tore gleich beim Debüt, es gab mal ein Eigentor, eine ganze Pechsträhne, aber jetzt hat er sich gefestigt. Und jetzt kommt vielleicht die erste gefährliche Freistoßflanke. Trippier. Dem FC Barcelona ganz oben in Spanien. Und da auch die unbestrittene Nummer 1 mittlerweile. Und für Deutschland etabliert als Nummer 2. Wadi, der braucht Hilfe, der braucht Tempo. War es wichtig, dass sie hier Livermore stellen und den Fehlpass provozieren. Gündogan. Jetzt muss es schnell gehen. Werner. In der Mitte Draxler. Kurz Sané. Im Rückraum sicherlich die bessere Option gewesen. So kann Livermore seinen Fehler wieder ausbügeln. Kein Foul von Hummels, sagt Raczkowski. Halstenberg. Sané, Werner auch immer wieder mit kleinen Positionswechseln. Macht es unberechenbar. Joshua Kimmich. Bisher noch nicht zum Flanken gekommen. Gegen Danny Rose. Sané! Sollte eigentlich auf dem Index stehen, aber ich sag's einmal und Sie wissen, worum es geht. Wembley-Tor oder auch alternativ Bluefontaine-Tor, aber wenn ich nicht wirklich schiele, kein Tor. Und es kommt ja nicht nur der Video-Schiedsrichter-Assistent zum Einsatz, sondern auch die Torlinientechnologie. Und sonst hätte auch die Uhr geklingelt von Raczkowski. Das hat sie nicht. Es bleibt also beim 0:0. Und es bleibt ein unterhaltsames Spiel an diesem Freitagabend. Wenn wir schon dabei sind, Richtung WM, Richtung Kadernominierung, jeder Eindruck zählt. Sané hat bis hierhin einen sehr guten hinterlassen. Wadi. Deswegen will das Spiel beschleunigen. Özil auf der Suche nach einer Anspielstation. Die Engländer kommen immer wieder relativ schnell zurück in ihre Defensivformation. Bisherhin sehr aufmerksam. Gündogan für Özil, für Werner. So muss es gehen, durch die Mitte, ganz schnell. Sané, jetzt muss er ihn aber machen. Draxler, Chance Nummer 3. Und England jubelt. Alle drei Offensive hatten ihre Chance innerhalb von
wenigen Sekunden. Gut eingeleitet von Gündogan und Özil. Hier Pickford. Dann ist es Phil Jones. Und dann ist es der Himmel von Wembley. Aber es bleibt ein unterhaltsames Fußballspiel. Das Gute ist, Deutschland hat sich schon einige sehr gute Gelegenheiten erspielt. Jetzt geht Phil Jones zu Boden. Das ist vielleicht der Grund. Linker Oberschenkel, der nächste Verletzte für England. Makel bis hierhin aus Sicht von Joachim Löw die Chancenverwertung. Und wir schauen noch mal auf den wunderbaren Linkschuss von Leroy Sané. Und sehen, wie der Ball vor der Linie wieder englischen Boden berührt. Und zwar deutlich. Ja, geht wohl nicht weiter für Phil Jones, wenn ich das hier richtig deute. Nächster Rückschlag für Southgate. Der 8. Ausfall quasi in dieser Woche. Das ist eigentlich unfassbar. Eben noch gerettet auf der Linie. Und nun kommt Joe Gomez, nicht Michael Keane, vom FC Liverpool. Auch ein Debütant, der 4. Englische in dieser Elf. Kommt bei Jürgen Klopp vor allem als Rechtsverteidiger zum Einsatz, der 20-Jährige. Ist aber, sagen wir mal, gelernter Innenverteidiger. Und kommt auch zurück aus einer langen Verletzungspause. Hat aber jetzt für die Reds schon einige Spiele machen können. Damit haben die Engländer auch ihren ersten Wechsel schon mal verbraucht. 6 sind insgesamt möglich. Na, Özil, Vorsicht. So, mittlerweile ist Wembley dann auch nahezu voll geworden. Özil und Gündogan, das Zusammenspiel gefällt mir ganz gut, auch weil sie auch wieder mit anderen die Rollen tauschen. Jetzt mal lässt Draxler sich tiefer fallen, Özil geht mit vorne in die Dreierreihe. Also die Ansätze sind definitiv ganz vielversprechend. Das wird auch Joachim Löw so sehen. Und Gareth Southgate, ja, der hat eine ereignisreiche Woche hinter sich. Heute Deutschland und am Dienstag dann noch Brasilien. Auf jeden Fall werden sie viele Erfahrungen sammeln. Die Engländer. So, das Umschaltspiel, eine Komponente, die heute wiederbelebt werden sollte. Ja, diese Dominanz mit Ballbesitz, das ist ja mittlerweile ein Markenzeichen der deutschen Elf. Und die müssen sie jetzt mal anwenden, da sich die Engländer sehr tief positioniert haben. Aber dieses Ballbesitzspiel, diesen Ballbesitz ja quasi monopolisieren, das ist ihnen ja in Fleisch und Blut übergegangen. Kimmich. Özil. Ginter. Zucken genau. Ist Sané auch zu Recht bedient.
Also soll der Videoschiedsrichterassistent beibehalten werden. Heute die Premiere in England. In der Bundesliga viele Diskussionen. Das auch zu Recht. Und Sie dürfen abstimmen auf zdfsport.de. Jürgen Doğan, Rüdiger. Rüdiger. Jordan Pickford. Ja. Schlechtes Positionsspiel von Rüdiger. Der Ball hätte schon sicher sein können. Loftus-Cheek. Trippier. Tempo haben sie immer. Loftus-Cheek. Dyer. Rechts wieder Trippier. Nicht gestört von Draxler. Ja. Und das ist so eine Mir San Mir-Rückgabe von Joshua Kimmich. Platzhirsch als Rechtsverteidiger. Und eine breite Brust. Der Einzige, der ja die WM-Qualifikation komplett absolviert hat. Die meisten Vorlagen beigetragen hat. Ganze 10 Stück. Alle 19 Länderspiele seit der EM, Joshua Kimmich. Also ich würde ihn ja ganz gern mal im zentralen Mittelfeld sehen, weil ich persönlich glaube, dass er da noch stärker ist, gerade aufgrund seiner Offensivqualitäten. Aber ja, auf unbestimmte Zeit ist er erstmal als Rechtsverteidiger vonnöten. Rüdiger, wieder so ein schöner Ball für Sané. Werner. Das pfeift Raczkowski. Sehr britisch die Grätsche von Rüdiger. Und das lässt der polnische Schiedsrichter nicht durchgehen. Und das ist eher kleinlich vom Unparteiischen. Hummels richtet da noch mal eine fernmündliche Beschwerde an den Assistenten. Aber Abseits ist nicht nur, wenn der Schiedsrichterassistent winkt, sondern auch, wenn der Schiedsrichter pfeift und Ball im Aus, ist es schwierig aus der Perspektive für mich, aber auch nicht. Zumindest nicht vollständig, und das ist entscheidend. Trippier mit rechts. Könnte also eine tornahe Flanke werden, wird es nicht. Und war so sicherlich nicht gedacht. Zweite Chance für Trippier. Eine ganz frühe Chance nach 90 Sekunden. Mehr gab es noch nicht, zumindest nicht für die Engländer. Für die Deutschen eine ganze Menge mehr. Und hier verhindert John Stones den nächsten Abschluss von Julian Draxler. Elf macht in der ersten halben Stunde ganz schön mächtig den Eindruck, dass sie verstanden hat, was der Bundestrainer fordert auf dem Weg nach Russland.
Bestleistung. In jedem Training, in jedem Spiel, in jedem Test. Und das kann sich bis hierhin wirklich sehen lassen. Hier Sané, jetzt mal wieder über links. Abraham, rustikal gegen Rüdiger. Und Wadi, ja, das ist ein Windhund. Windhund als Typ, wie als Sprinter. Aber so schnell ist er dann auch nicht. Der braucht die Wege mit Anlauf in die Tiefe. Dann kann er seine Qualitäten, Tempo und vor allem auch dieser eiskalte Abschluss, dann kann er diese Qualitäten ausspielen, Jamie Vardy. Bisher haben die Deutschen da ganz gut im Griff. Fehler Eric Dier. Also Mittelfeldhoheit. Nach der wilden Anfangsphase jetzt ganz deutlich bei der deutschen Mannschaft. Vardy und Abraham haben zwar immer mal wieder Ballkontakte, aber sind dann oft isoliert von allen anderen Mitspielern. Also die Premier League, die boomt, vor allem dank ausländischer Trainer. Die Top 6 in der Tabelle werden alle von den Klopps, Mourinhos, Guardiolas und so weiter trainiert. Das macht den Fußball hier besser, das macht auch einzelne Fußballer besser. Gerade Pep Guardiola bei Manchester City und vor allem auch Mauricio Pochettino bei den Spurs bringen wichtige Impulse für diese Mannschaft hier. Auch wenn das Aushängeschild die Nationalelf doch eine Menge Kredit verloren hat in den letzten Jahren. Und dann ist da ja noch quasi der Babyboom im Nachwuchs. Zwei Weltmeistertitel bei der U17, bei der U20. In diesem Jahr einen EM-Titel. Auch die U21-Mannschaft war bei der EM im Halbfinale, scheiterte. Natürlich im Elfmeterschießen an Deutschland. Also da gedeiht das ein oder andere. Aber natürlich ist da auch Geduld gefragt. Mehr Hoffnung hat England da sicherlich Richtung Europameisterschaft 2020. Wieder wird Rüdigers Einsatz abgepfiffen. Aber Southgate nimmt eben auch jetzt schon den ein oder anderen U21 und U20-Spieler mit dazu. Und wird sie, so ist seine neue Linie zumindest von außen einzuschätzen, auch für Russland im Blick haben. Kieran Trippier. Ja. Kein Foulspiel wird da gepfiffen gegen Kimmich. Und das ist Danny Rose. Die Engländer schaffen es nicht, Özil, Gündogan und auch Draxler, der immer wieder in die Mitte zieht, da aus dem Spiel zu nehmen. Und so kriegen sie das deutsche Aufbauspiel auch nicht wirklich unterbunden. Und die Deutschen machen das konzentriert, leisten sich da kaum Ballverluste, die in englische Konter münden können.
Sané. Jordan Pickford. Macht auch einen sehr stabilen Eindruck, der Torhüter vom FC Everton. Der kostspieligste englische Torwart. Kam vor der Saison für mehr als 30 Millionen von Absteiger Sunderland. Und feiert heute seine Länderspielpremiere. Bisher ohne Gegentor. Kein Abseits. Werner, kein Abseits. Der Ball ist nur durchgerutscht. Und noch einmal Jordan Pickford. Ein starker englischer Torwart. Da wird doch nicht noch was auf der Position passieren, ja? Nicht im Abseits. Wenn es so gedacht war von Özil, ein toller Pass. Sah aber so aus, als würde er Kimmich suchen und so rutscht er durch. Genau vor seine Füße. Timo Werner. Selten genug in jüngster Vergangenheit, dass der Leipziger so viele Chancen ungenutzt lässt. Also kleiner Rüffel im Notizbuch für Löw, von Löw für Werner, der sein WM-Ticket aber schon sicher haben sollte. Und ein großer Smiley für Pickford im englischen Tor. Draxler. Schiedsrichter hatte keinen Foul angezeigt. Draxler. Abstoß. Ja, Draxler erkundigt sich dann doch mal kurz. Also die Pfiffe gibt es für den Diver natürlich in England. Draxler erkundigt sich mal kurz, was der mit dem Videoschiedsrichterassistenten ist. Aber Raczkowski macht keine Anstalten. Und das für mich auch zu Recht. Nee, da ist nichts zu sehen und zu inflationär. Die ganze Videogeschichte ja auch in der Bundesliga zum Einsatz kam. Hier kann man das auch verbal klären, gerade auf der Insel. Es geht ja auch bei der Frage nicht darum, war die Entscheidung korrekt, sondern nur, war die Entscheidung des Schiedsrichters eindeutig falsch. Das alles spielt aber bei so einer Szene hier überhaupt keine Rolle. Und so warten wir immer noch auf die On-Air-Premiere des Videoschiedsrichterassistenten in England. Lassen Sie marschieren. Abraham, das war zu leichtsinnig. Abraham! Abgefälscht und vorbei am Happy End. Hat lange gedauert, fast 40 Minuten bis zur zweiten englischen Chance. Rüdiger ist erst spät dran, aber dann nah genug und mit dem Glück im Bunde. Entscheidende Fehler aus meiner Sicht. Vorher hat sich niemand darum gekümmert. Ich glaube, es war Livermore, der den Ball nach vorne geschleppt hatte. Zweite Unachtsamkeit in der deutschen Rückwärtsbewegung. Einer am Anfang, einer am Ende der ersten Hälfte. Aber Tammy Abraham mit 20, 1,90 Meter, auch ein paar Kilogramm auf den Knochen.
Hat da vorne jetzt schon ein paar Mal bewiesen, dass er sich gut durchsetzen kann. Gerade gegen Rüdiger, der eigentlich auch vor allem über seine Körperlichkeit kommt. Aber Abraham ist ja auch groß geworden bei Chelsea. Letztes Jahr Ausleihe in die zweite Liga, dann Vertrag verlängert, jetzt die Ausleihe zum vorletzten aktuell zu Swansea City. Puh, Glück für Loftus-Cheek. Ein geglücktes Kunstwerk. Wieder sind sie nachlässig im Zentrum. Ja, da haben Gündogan und Özil nicht in den Rückspiegel geguckt. Jack Livermore von West Brom, auch am Montag nachnominiert. Und hier nochmal Tammy Abraham. Und es rennt schon, hört schon die nächste Szene. Loftus-Cheek. Also England nochmal mit einer kleinen Schlussoffensive. Und Deutschland gönnt sich hier eine zu lange Auszeit. Da haben sie fast 40 Minuten lang die Oberhand gehabt. Gerade im Mittelfeld, gerade im Zentrum. Und jetzt der Schlendrian. Ballverlust Özil. Vardy startet. Fahne bleibt unten. Jamie Vardy. Und Ginter vor Abraham. Genau das sind seine Dinger. Jamie Vardy. Der Blitzstart. Und dann lässt er sich so eine Gelegenheit selten entgehen. Das war weder Abspiel noch Abschluss. Ja, zwei, drei glückliche Momente für Marc-André ter Stegen. Kieran Trippier. Müsste die nächste Ecke geben von der anderen Seite. Sekunden Bonusmaterial. Trippier. Jetzt müsste es schnell gehen. Sané, Werner startet ganz rechts, Draxler. Muss er schneller spielen? Foulspiel von Joe Gomez. Das gibt dann auch ein Freundschaftsspiel, die erste gelbe Karte. Joe Gomez, ja, komplettiert sein Debüt. Erstes Länderspiel, erste Verwarnung. Aber definitiv ist das ein Freundschaftsspiel der besseren Art. Von Anfang an schwungvoll. Ja, wenn wir es dann am Ende addieren der ersten Hälfte, immer noch zumindest mit leichten Chancenvorteilen auf deutscher Seite. Leroy Sané, der hatte die beste. Sein Schuss an die Unterkante der Latte. Was fehlt? Nach 45 Minuten sind die Tore. Das war die erste Halbzeit des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft. Präsentiert von Bitburger. Also Sané, einer der auffälligsten in der ersten Hälfte. Gündogan mit Özil. Ja, die Resozialisierung von Gündogan läuft. Offensiv im Mittelfeld gut sortiert. Am Ende ein paar Nachlässigkeiten defensiv. Gute Außen. Vorne drei Schnelle. Also bei Deutschland zeigt sich nach der Qualifikation, das Selbstvertrauen ist groß. Die Spielidee verinnerlicht. Da scheint es fast egal, wer die Positionen spielt. Beispiel Halstenberg. Und jetzt das Wichtige des Tages im Heute-Journal mit Marietta Slomka.
das Länderspiel-Gewinnspiel im ZDF. Beantworten Sie folgende Frage. Wie heißt der erfolgreichste Torschütze der englischen Fußballnationalmannschaft? A. Bobby Charlton oder B. Wayne Rooney? Gewinnen Sie mit dem ZDF und Mercedes-Benz den neuen GLA im Wert von über 38.000 Euro. Mit LED-High-Performance-Scheinwerfern, 19 Zoll Leichtmetallrädern im 5-Speichen-Design und Offroad-Komfortfahrwerk. Das ZDF und Mercedes-Benz wünschen viel Glück. Rufen Sie an 01371 36 1000 oder nehmen Sie im Internet teil zdfsport.de. Weitere Infos auf Textseite 568. Wembley, Löw testet gegen England. Gündogan kehrt zurück. Timo Werner wieder mit dabei, muss gleich mal einstecken. Aber weiter geht's. Jugend forscht auf der Gegenseite. Die Gastgeber mit Chancen und viel Schwung. Aber Deutschland mit den besseren Chancen. Sané fast. Werner auch. Aber die Null steht auf beiden Seiten. Starke erste Halbzeit und kleine Nachlässigkeiten am Ende. Wie hat es dir gefallen, Sebastian? Ja, war ein absolut unterhaltsames Spiel. Die Deutschen haben das Spiel kontrolliert bis auf die Schlussphase. Da kamen die Engländer nochmal auf. Aber insgesamt ein deutliches Chancenplus bei den Deutschen. Deutschland mit den besseren Chancen und mit den spektakuläreren Chancen. Wir können uns diese Triple-Chance noch anschauen aus der ersten Halbzeit nach der Vorlage von Gündogan und Özil. Ja, Gündogan spielt den Vertikalpass sehr, sehr schön auf Özil. Der super weitergleitet auf Timo Werner und der nimmt den super mit, schließt ab, Pickford hält gut, dann kommt Sané nochmal, Draxler hat auch nochmal die Gelegenheit. Also dort haben alle drei die Möglichkeit gehabt, das Tor zu erzielen. Hat leider nicht geklappt, aber es zeigt, dass gerade die drei Offensiven in der deutschen Mannschaft für eine Menge Schwung sorgen und Sané insgesamt vorne ein extrem belebendes Moment ist. Aber da muss doch einer drin sein, das ist doch nicht zu glauben. Also, es gab noch viel, viel mehr Chancen. Timo Werner, der seine Sache heute sehr, sehr gut macht, der unglaublich schnell ist. Und wir können uns noch eine zweite Chance von ihm anschauen. Die Frage ist, kommt eigentlich ein bisschen glücklich an den Ball. Ja. Kimmich lässt ihn durch, beziehungsweise kriegt ihn nicht richtig. Und ja, ist Timo Werner wieder. Er zeigt seine Qualitäten in den Schnittstellen. Die Deutschen haben es geschafft, ein, zwei Mal in Flach auch zu erreichen. Es war auch in der ersten Halbzeit so, dass ein paar längere Bälle auch dazu geführt haben. Hinter die Kette waren sie immer wieder gefährlich. Aber Pickford hat einen super Tag heute, ein, zwei richtig gute Aktionen. Und somit steht es noch 0-0. Die Frage ist, die Schnelligkeit von Timo Werner, die spricht sich herum, das weiß der Gegner ja auch. Und der geht hinterher. Wie anfällig ist dieser Stürmer dann? Wir haben gesehen, dass er an der Außenlinie behandelt wurde. Das sah erst so aus, als sei er tatsächlich fast ein bisschen benommen. Ja, er war auf jeden Fall kurz benommen. Also er ist auch kurz am Platz so ein bisschen umhergelaufen, hat eine gewisse Zeit gebraucht, um sich wieder zu finden. Klaus Eder guckt dann auch gleich nach. Aber ja, es sind natürlich Momente, wo man erstmal ein bisschen mit dem Schrecken zu kämpfen hat. Aber was er danach wieder geleistet hat und wie er sofort wieder zurück im Spiel war, zeigt auch, welchen Biss er hat und wie gewillt er ist, in dieser Mannschaft auch Fuß zu fassen. Vielleicht klappt es ja in der zweiten Halbzeit mit einem Tor auch für Timo Werner. Wir geben wieder ab zu Oliver Schmidt, England gegen Deutschland. Die zweite Halbzeit, viel Spaß. Genießen Sie die zweite Halbzeit des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft. Präsentiert von Bitburger. Zurück in Wembley. Die Halbzeitpause haben die englischen Gastgeber genutzt, um ihre U17-Weltmeister dem großen Publikum zu präsentieren. Und dieser erfolgreiche Nachwuchs wird übrigens trainiert von Cooper, einem Waliser. Das ist ja die Diskussion in England, die weniger ein Spieler, vielleicht eher ein Managerproblem haben. Fragezeichen. In der Premier League gibt es ganze 5 englische Chefs. Abgesehen von Burnley sind die alle im Keller angesiedelt. Keine Wechsel bei der deutschen Mannschaft. Die insgesamt einen, ja, schon positiven Ansatz gezeigt hat an diesem Freundschaftsspiel. Da gab es unter Joachim Löw schon ganz andere Tests. Nicht nur was das Ergebnis angeht, sondern vor allem was die Qualität angeht. Auch bei den Engländern kein Wechsel, kein weiterer. Sie mussten ja einmal verletzungsbedingt tauschen in der ersten Hälfte.
Hohe Variabilität offensiv, das war jetzt ein Markenzeichen auch dieser ersten Hälfte. Wechselspiel aus Ballbesitz, aber eben auch wieder Umschaltmomente. Und pünktlich zu Beginn der zweiten Hälfte dürfen wir noch mal ein bisschen lauschen der englischen Nationalhymne. Die Engländer stehen sehr hoch, könnte noch längere Bälle geben in die Spitze. Das hat bisher häufig Rüdiger übernommen. Ja, könnte ein Boateng sicherlich besser. Gut, der ist heute draußen, muskuläre Probleme. Aber natürlich auch ein Mats Hummels. Ist da vielleicht noch zielsicherer als Antonio Rüdiger. Kimmich bisher kaum in Erscheinung getreten, offensiv. Hat noch nicht wirklich eine Flanke reinbringen können. Und genau das hat ihn noch ausgezeichnet in der Qualifikation. Da ist der Bayer. Offensivfoul gegen Danny Rose. Hat auch erst am Sonntag für die Spurs gegen Crystal sein Comeback über 90 Minuten gegeben. War 8 Monate raus nach einem Innenbandanriss und hatte das Vergnügen, mit Gareth Southgate auch immer mal zu Abend zu essen, weil er Teile seiner Reha nämlich in der Akademie des Verbandes absolviert hat, hier in St. George's Park. England hat nämlich schon seine Akademie, ein Zuhause für alle, wenn ich richtig addiert habe, 24 Nationalmannschaften des Verbandes. Also in allen Szenen, in denen Gündogan und Özil die Unterstützung der Innenverteidiger hatten, defensiv gegen den Ball, war das da hinten im Prinzip Beton. Ja, in den letzten Schlendrian-Minuten vor der Pause konnten die Engländer zu leicht durchs Mittelfeld galoppieren. Vorbei an Özil, Draxler und Gündogan und direkt zu auf die Dreierabwehr. Und prompt wurde es gefährlich, auch übers Zentrum, nicht nur eben über die Außen. Trippier. Auffallend gut, Vardy! Und Testing kann sich zum ersten Mal richtig auszeichnen. Also die letzten Gelegenheiten vor der Pause und die erste danach. Sie gehören den Three Lions. Klasse für Rose im Abseits. Rechts geht Werner, das ist Özil jetzt. Ja, Werner zeigt immer wieder an, wo er ihn hinhaben möchte, startet jetzt schon mehrmals und Özil müsste dann zum Ball gehen. Das nochmal Kopfball Vardy. Völlig frei. Und Marc-André Ter Stegen.
18 Jahre lang groß geworden im Fohlenstall und jetzt schon im vierten Jahr beim FC Barcelona. Also ins Pressing gegen beide immer nur situativ. Oft ist es eben das Gegenpressing nach Ballverlust. Ansonsten stellen sowohl die Deutschen wie auch die Engländer immer wieder die Räume nur zu. Aber das reicht schon, um sich gegenseitig das Offensivleben zumindest schwer zu machen. Draxler. Gündoğan. Er hätte Werner bedienen sollen, der war schon durch. Da ist Timo Werner manchmal im Antritt zu schnell für seine Mitspieler. Immer ein schmaler Grat da an der Abseitslinie. Nicht ohne Risiko von Ginter. Jack Livermore. Dyer. Oh, Maguire. Abseits war die Also in der WM-Qualifikation mit Verlaub gegen die Leichtgewichte. 10 Siege in 10 Spielen, mehr als 40 Tore. Ganze 4 Gegentore. Und deshalb möchte Deutschland jetzt diese Tests gegen die größeren Fußballnationen. England heute, Frankreich dann am Dienstag in Köln, auch in Gedenken an Hans Schäfer. Und im Frühjahr Spanien und Brasilien. Sicherlich wichtig jetzt für die Entwicklung bis zur WM, sich genau diesen Herausforderungen zu stellen. Halstenberg. Länger nicht mehr offensiv aufgetaucht. Ginter, Gündoğan. Feiner Ball von Gündoğan für Kimmich. Jetzt kommt er vielleicht mal zum Flanken. Und kriegt auch den Freistoß, will den Freistoß fürs Handspiel. Und kriegt ihn auch. Thank you.
ich jetzt mal nach einer Standardsituation. Spezialist Mats Hummels, zumindest was die Abnahmen angeht. Alle fünf Länderspieltore per Kopf nach Standards. Gündoğan, der Lieferant, Fragezeichen. Nein. Mit dem Außenriss wieder Jordan Pickford. Für Abraham und für Testing. Als in der ersten Hälfte die Engländer jetzt zunehmend tiefer gestaffelt bei deutschem Ballbesitz. Damit machen sie es natürlich den Männern von Joachim Löw schwieriger, sich nach vorne zu kombinieren. Andererseits kommen sie auch nicht mehr so leicht in gute Umschaltsituationen. Southgate wird gleich ein zweites Mal wechseln. Marcus Rashford, noch so ein Jüngling, steht schon an der Seitenlinie. Halstenberg jetzt mit Draxler wieder bei links. Sané. Zweikampf. Zweimal verloren von Özil. Und jetzt sind die Engländer im Umschaltspiel. Abraham. Ja, keine gute Eröffnung war das von Jack Livermore. Und Abraham dann chancenlos gegen Mats Hummels. Ganz klar, der Abwehrboss auch heute Abend. Läuft es schick. Rechts ist Raum. Das müsste Trippier sein. Das Cheek für Dyer, das war sauber gespielt. Und wer kümmert sich um Aufräumen? Natürlich Mats Hummels. Ja, im Rücken von Gündoğan hat sich da Dyer auf den Weg gemacht. Gündoğan könnte jetzt auch schon so ein bisschen körperlich an die Grenze kommen. Nicht nur ein Jahr ohne Länderspiel seit dem Kreuzbandriss im Dezember. Langzeitpatient und bei City jetzt auf dem Weg zurück in den Spielbetrieb. Und Sané und Werner, die sind sehr schnell. Und das war für ein Freundschaftsspiel eine schon eher ungehörige Grätsche. Aber erfolgreich den Konter unterbunden von Jack Livermore. Und es geht mit Applaus bei den Engländern Tammy Abraham. Hat hier eine knappe Stunde viel reingelegt. Er will der Welt zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Das war schon mal ein Anfang auf höchstem Niveau. Ein 20-Jähriger geht und ein gerade 20-Jähriger kommt von Manchester United
macht aber schon sein 14. Länderspiel, Marcus Rashford. Wieder mal so ein Wonderboy im englischen Fußball. Begann vor 2 Jahren die Saison in der U18 bei Man United unter Louis van Gaal. Der zog ihn dann hoch. Dann traf er im ersten Spiel in der Europa League, im ersten Spiel in der Premier League. Ja, bei fast jedem Debüt, zuletzt auch in der Champions League. Einzige Ausnahme, im FA Cup hat es gedauert bis zum 2. Spiel. Cheek setzt sich durch gegen Gündogan. Özil geht auch nicht in den Zweikampf und das ist der neue Rashford. Gegen 1, gegen 2, gegen 3. Einwurf Deutschland und Southgate hätte da gern ein Foulspiel gesehen nach dem Schubser von Özil. Bisher kein Auftritt, mit dem Gareth Southgate und seine Three Lions ja eine Euphorie entfachen können in England. Aber es ist zumindest mal ein vielversprechender Beginn unter all diesen Umständen. Viele Verletzte, viele Absagen. Und Southgate hat ja auch freiwillig auf den einen oder anderen verzichtet. Daniel Sturridge, Smalling von Manchester United. Auch das ewige Rufen nach Jack Wilshere, dem will er nicht nachgeben. Foulspiel von Kimmich. Wenn er da so klare Kante beweist und den Nachwuchs jetzt auch in den nächsten Tests weiter einbaut, keine Frage, ist normalerweise auch eine gelbe Karte, dann entwickelt sich vielleicht doch ein bisschen was. Englischen Fans wären schon zufrieden, wenn sie mal wieder ein bisschen Pride and Passion, Stolz und Leidenschaft zu Gesicht bekommen würden. Nach der etwas, ja, unspektakulären WM-Qualifikation. Selbst der legendäre Titeloptimismus ist mittlerweile verschollen gegangen. Trippier. Und die Standards haben sie auch noch nicht bis zum Ende durchdacht, die Engländer. Geschwindigkeit ist da bei den Engländern viel Potenzial, aber das gilt es dann eben auch richtig zu kanalisieren. Bis zur WM sicherlich und dann darüber hinaus, gerade mit der Einbindung des erfolgreichen Nachwuchses, auch bis zur EM in 3 Jahren. Die Engländer noch mal ein bisschen höher an.
Deutschland. Und auch Joachim Löw wechselt jetzt ein erstes Mal. Emre Can macht sich bereit. Noch ein Mann von der Insel, vom FC Liverpool. Ginter, das ist zu durchschaubar in vielen Phasen, wenn Ginter versucht, sich ins Aufbauspiel einzuschalten. Vorteil. Vom Schiedsrichter angezeigt. Dyer. Ja, verpasst auch wieder den Zeitpunkt für das richtige Anspiel auf Rashford. Nimmt seinen Mitspieler von den Spurs mit. Trippier. Das Dilemma in einer Szene, wenn man nicht eingespielt ist. Hier der Wechsel. Julian Draxler ist der Erste, der eine Auszeit bekommen wird bei Paris Saint-Germain. Ja, in neuer Rolle, so als Achter im halblinken Mittelfeld, heute auch in verschiedenen Rollen. Rechts außen, links außen, mal zentral. Das hat in vielen Szenen der ersten Halbzeit offensiv schon ganz gut ausgesehen. Diese Variabilität wird gefragt sein, gerade im Mittelfeld, wo es so ein Überangebot gibt. ...14 Minuten Weltmeister, Kapitän beim Confed Cup. Und jetzt erstmal Feierabend, Julian Draxler und das 19. Länderspiel für Emre Can. Er wurde ja mal als Rechtsverteidiger eingeschult von Joachim Löw. Mittlerweile am zentralen Mittelfeld. Ersatz. Jetzt übernimmt er die Rolle. An der Seite von Gündoğan. Und Özil darf dafür sicherlich nach vorne rücken. Aber das Ganze bleibt natürlich in ständiger Bewegung. Nächstes Duell der beiden, die sich da lieb gewonnen haben. Kimmich und Roos. Diesmal wieder ein Freistoß für Deutschland. Ja, die Offensivqualitäten von Kimmich, das ist so auch noch ein kleiner Makel heute. Die bekommen sie nicht richtig eingebunden in ihr Offensivspiel, die deutsche Mannschaft. Und schon wieder sollten Sie ab und zu mal ein Raunen hören. Das sind die Papierflieger, die durch Wembley fliegen. Das war der Jubel, weil einer stecken geblieben ist, kurz vor der Coaching-Zone der Engländer. Und jetzt kommen ganz viele aus dem Oberrang geflogen. Auch auf der Gegenseite steckt einer im letzten Qualifikationsspiel gegen die Slowenen. War es wohl im Heimspiel? Da ist ein Beweis. Da ist eigentlich nichts passiert bis zum späten Einzel in der 94. Minute. Und ja, kurz 20 Minuten vorher schafft es ein Papierflieger ins Gästetor. Der Höhepunkt des Abends. Ecke, Gündoğan.
Je tiefer sich die Engländer staffeln, desto unattraktiver wird dieses Testspiel. Das war in der ersten Halbzeit in vielen Momenten noch anders. Nächstes Offensiv-Foul, diesmal Sané. Und bei Gareth Southgate wird es wohl einen Tausch der Außenverteidiger geben. Danny Rose. Doch, geglücktes Länderspiel-Comeback nach einem Jahr Verletzungspause für den Mann von den Spurs. Der Linksverteidiger geht, für ihn kommt Ryan Bertrand aus Southampton. Wenn es heutzutage überhaupt noch Verteidiger sind, Außenstürmer und Außenverteidiger in einer Person. Und auf der anderen Seite Kieran Trippier, auch von den Spurs. Hat davon profitiert bei Tottenham, dass Kyle Walker für mehr als 50 Millionen zu Manchester City gewechselt ist. Und genau dieser Kyle Walker kommt jetzt ins Spiel als neuer Rechtsverteidiger. Also die Premiere im Königreich des Videoschiedsrichterassistenten lässt weiter auf sich warten. Trotzdem bleibt dieses Thema gerade nach den Ereignissen in der Bundesliga, auch in der Schiedsrichterszene an sich, natürlich höchst prekär. Wir empfehlen Ihnen das aktuelle Sportstudio morgen von 23 Uhr an. Unter anderem mit diesem Thema, nämlich mit Urs Meier als Gast, dem ZDF-Schiedsrichterexperten. Dazu auch der Handball-Bundestrainer Christian Prokop zu Gast. Sané. Und gleich kommt auch Sandro Wagner ins Spiel. Der neue Ryan Bertrand. Souverän Halstenberg im Duett mit Hummels. Offensiv ein bisschen abgetaucht. Wusste da sehr gut zu gefallen in der ersten Hälfte im Duett mit Sané, aber mehr als ein vielversprechendes Debüt vom Leipziger. Der andere Leipziger geht jetzt. Der hatte seine Gelegenheiten in der ersten Hälfte und hätte sich belohnen müssen. Timo Werner. Und jetzt der richtige Wechsel gegen tiefstehende Briten. Sandro Wagner kommt. Und Hummels bleibt schier unüberwindbar bester Verteidiger der deutschen Elf. Wagner genau der Richtige für Nettigkeiten mit englischen Abwehrspielern. Tauscht sich da schon aus mit John Stones. Während der nächste Papierflieger gelandet ist, Sie hören es im Hintergrund. Und für Wagner ist das erste Länderspiel gegen England seit dem EM-Finale der U21 2009. Ja, da war er dabei, hat im Finale gegen England zwei Treffer erzielt. Sowas wie der Spätstarter unter diesen U21-Europameistern von damals. Sechs davon sind ja Weltmeister geworden. Da war er noch nicht dabei. Jetzt mit fast 30 ist er ein nicht ganz unwichtiges Puzzleteil. Kriegt ja auch nochmal die Gelegenheit, wieder ein paar Punkte zu machen, auch sicherlich im Duell mit Gomez. Da müsste er aber im Abseits stehen, aber kommt gar nicht zum Ball.
Wäre ganz schön, wenn beide Mannschaften in der letzten Viertelstunde noch mal ein bisschen umschalten würden aus dem Energiesparmodus in den Wettbewerbmodus. Ich muss auch sagen, dass nach den vielen, vielen Chancen in der ersten Hälfte in der zweiten Hälfte wir ein leeres Blatt Papier haben, was Torgelegenheiten für Deutschland angeht. Die Engländer hatten so anderthalb. Sicherlich war auch für den Bundestrainer die erste Hälfte erkenntnisreicher in vielen positiven Dingen, aber eben auch in einigen Szenen, wo es noch Nachholbedarf gibt, gerade in dieser Phase vor der Pause. Und trotz der Einwechslung von Emre Can, Özil bleibt häufig immer noch tief, versucht sich vielleicht auch so den Gegenspielern zu entziehen, ein bisschen mehr Ballkontakte zu haben. Nur diesen Ballkontakten entspringt bisher viel zu wenig. Schnell ausgeführt, Sané. Emre Can. Emre Can. Hier ein Freundschaftsspiel. Und wir warten zumindest auf das eine Tor. Aber weltweit geht es noch um die letzten Tickets für die Weltmeisterschaft auch. In Europa heute Abend das Playoff-Spiel zwischen Schweden und Italien. Und die Höhepunkte davon sehen Sie gleich noch im Anschluss an diese Partie. Ja, richtig gesehen. Özil hängt sich ein bei Loftus-Cheek. Auch der Zehner der Engländer, 13 Jahre bei Chelsea ausgebildet. Jetzt eben die Ausleihe zu Crystal, letzter in der Premier League. Der mühsame Weg der englischen Talente hinein in die obersten Etagen des Profifußballs. Rashford, leichte Beute für Hummels. Nach 6 Siegen in Serie für die deutsche Mannschaft in Wembley gibt es heute mal ein Unentschieden. Abseits von Wadi. Und wir sehen Miroslav Klose, den VIP-Trainer-Trainee beim DFB. Oliver Bierhoff rechts, bald der Superminister beim DFB. Und Toni Kroos, der dann sicherlich am Dienstag in Köln gegen Frankreich seine Minuten bekommen wird. Und die Engländer freuen sich immer noch über jeden Papierflieger, der es bis auf den Rasen schafft. So viel zum Unterhaltungswert dieser zweiten Hälfte.
Nächster Ballverlust von Özil. Konnte in dieser zweiten Hälfte auch nicht mehr allzu viel Reklame für sich auf der Insel machen. Mesut Özil steht ja wie so oft auch bei Arsenal immer ganz oben auf der Kritikliste der Fans. Vertrag läuft aus. Viel spekuliert über Wechsel, vielleicht schon im Winter. Mal sehen, ob das der richtige Weg sein wird in einem WM-Jahr. Normalerweise unter Joachim Löw immer gesetzt. Der Zehner hat alle 14 WM-Spiele unter diesem Bundestrainer in der Startelf. Absolviert. Sebastian Rudi und Julian Brandt, die nächsten Wechselkandidaten bei Joachim Löw. Auch Southgate wird noch zweimal wechseln. Die Vielzahl der Wechsel in Freundschaftsspielen natürlich auch immer eine Bremse im Spielfluss. Ein bekanntes Problem. Bertrand. Lässt die deutsche Mannschaft mal wieder den Engländern den Ballbesitz. Auch nicht gerade eine Paradedisziplin. War offensichtlich in der WM-Qualifikation zwar viele Siege, aber oft sehr mühsam gegen die kleineren Mannschaften, die sich gegen England hinten reingestellt haben. Maguire. Den Applaus für Jack Livermore, der sich dagegen Halstenberg und Rüdiger einen Eckball ergattert hat. Genügsames Publikum in den letzten Minuten. Aber vielleicht ja mit einem Standard zum ersten Heimsieg gegen Deutschland seit mehr als 40 Jahren. Kimmich. Jetzt wird die Wechselarie beginnen. Jack Livermore wird gehen. Und es kommt noch ein Debütant. Jack Cork vom FC Burnley. Der wurde erst am Dienstag nachnominiert. Auch bei Chelsea ausgebildet. Mit 28 das Debüt für England. Auch Jamie Vardy geht, hatte die beste Chance in der zweiten Hälfte. Es kommt Jesse Lingard von Manchester United. Ilkay Gündoğan hat Feierabend. Tastet sich rein
in die Belastung. Wichtig für ihn, jede Minute, die er auf dem Platz steht. Er wird Wochen, ja vielleicht noch Monate brauchen, um möglicherweise auf WM-Niveau zu kommen. Dafür kommt Sebastian Rudi vom FC Bayern. Leroy Sané. Ja. Sehr gute erste Hälfte, da hat er sich nicht belohnt. Sagen wir mal so, fleißige zweite Hälfte, ohne ein Ausrufezeichen setzen zu können. Vielleicht gelingt das ja Julian Brandt in den letzten Minuten, der Jüngste im Kader. Der Leverkusener hat eine Menge Potenzial, das immer wieder aufblitzt, gerade in der Bundesliga. Beim DFB bisher noch zu selten. Jesse Lingard. Bertrand. Loftus Cheek, der am Ball immer wieder aufblitzen lässt, was er kann. Wird das das erste torlose Länderspiel der Deutschen in diesem Jahr? Noch versehen wir das mit einem Fragezeichen. Zuletzt gab es das 0:0 gegen Italien vor einem Jahr im November. Jesse Lingard, auch der bringt Tempo mit. Das haben fast alle englischen Offensivfachkräfte. Wenn nichts mehr geht, die Nationalhymne in England geht immer. Schreibt er seine Serie fort? Wird das das 20. Länderspiel ohne Niederlage seit dem EM-Halbfinale? Fragezeichen. Wenn es so wäre, würde auch Gareth Southgate seine Serien fortschreiben. Zu Hause nie verloren, aber auch noch kein Testspiel gewonnen. Lenki holen, Calvert-Lewin, 2U20 Weltmeister, die jetzt noch bei der U21 sind. Auch Gray von Leicester, die wird er jetzt hochziehen vor dem Spiel gegen Brasilien. 3 Minuten Nachspielzeit. Dann wird schon Kimmich, rechts Julian Brandt. Hummels ist auch weit aufgerückt, Joshua Kimmich. Kommt jetzt nochmal der Gegenangriff der Engländer. Fragezeichen. Jack Cork, der Neue. So viel Zeit hat er nicht und die lässt ihm Sebastian Rudi auch nicht.
Wagner hat gelauert, jetzt Brandt. Und in der Mitte behaken sich immer und immer wieder John Stones und Sandro Wagner. Stones hat ja gestern auf der PK gesagt, Wagner, nee, den kenne ich nicht oder kaum. Jetzt hatten sie mal ein paar Minuten Zeit, sich ein bisschen näher kennenzulernen. Zuschauer, die noch da sind, nicht mehr alle, hätten gern noch eine englische Offensivaktion in den letzten Sekunden. Und da gibt es auch Buhrufe für die Passivität der Engländer. Pride and Passion, Stolz und Leidenschaft, das wollen sie sehen. Damit sind sie eigentlich auch schon relativ schnell zufriedenzustellen. Vielleicht haben sie die Buhrufe jetzt noch mal aktiviert. Ein Freistoß. Das wird dann wohl die letzte Aktion. Und damit sieht es auch fast so aus, als würde Pavel Radzkowski heute ohne Videoschiedsrichterassistent über diese 90 Minuten kommen. Marcus Rashford. Was sei denn? Der Assistent muss gleich noch mal aktiv werden nach diesem Freistoß. England gegen Deutschland, letzte Aktion, Rashford. Und da ist der eingewechselte Jesse Lingard. In letzter Sekunde hat er das Siegtor auf dem Fuß. Noch einmal Glück für die deutsche Nationalelf. So endet das Ganze 0:0. Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Präsentiert von Bitburger. Also, man trennt sich schiedlich und friedlich. Torlos. Die Serien, die wir angesprochen haben, werden fortgeschrieben. Hier nochmal die letzte Aktion von Jesse Lingard. Deutschland eine positiv statistische Erkenntnis, seit 20 Spielen jetzt ungeschlagen. Ja, der Versuch, das Umschaltspiel wieder zu beleben, der ist gelungen, zumindest in der ersten Hälfte. Die ersten 45 Minuten sicherlich auch die erkenntnisreicheren, auch was die positiven Erkenntnisse angeht, sowohl in einigen Umschaltaktionen, auch im Ballbesitzspiel. Gegen tiefstehende Engländer wurde es aber dann zunehmend schwieriger, ein gutes, ja, solides bis gutes Debüt von Marcel Halstenberg. Auch da er das Plus für die erste Hälfte, wo viel im Zusammenspiel mit Sané funktioniert hat. Also wirklich abgefallen ist aus der Mannschaft keiner hier und heute. In der zweiten Hälfte war es eher aus der Abteilung mühsam. Da zumindest bedenklich, dass es keine echte Torchance gab. Das sah in der ersten Hälfte noch ganz anders aus. Hervorstechend für mich der Kapitän Mats Hummels. Zum ersten Mal die Binde von Beginn an rum. Die Zunge ist raus, er ist kaputt. War ja schon beim Topspiel in Dortmund so weit, sich in der Halbzeit auswechseln zu lassen. Hat Jupp Heynckes gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Tja, Mesut Özil
Viele Ballkontakte. Ungewohnte Position mit einem ungewohnten Nebenmann in der Konstellation. Gündogan hat mit Kroos schon mal besser geklappt. Wäre aber nicht der erste offensive Mittelfeldspieler, den es irgendwann immer weiter nach hinten zieht. Joe Hart, der darf dann sicherlich für die Engländer gegen Brasilien ran. Mittlerweile ja bei West Ham auch wieder ausgeliehen von Manchester City. Man kennt sich. Sané, gute erste Halbzeit. Werner, gute erste Halbzeit. Da haben sie halt ihre Chancen nicht genutzt. Das war bei der EM auch ein großes Problem. Erinnern wir uns, 2016. Da war aber doch das noch größere Problem, dass sie sich diese Chancen erst gar nicht herausgespielt haben. Das war heute eine Hälfte lang zumindest ganz anders. Löw meint es ernst, der Konkurrenzkampf, der wird bleiben bis Ende Mai. Und der wird weiter massiv geschürt. Und wir hören mal den, der nach einem Jahr wieder da ist. Ilkay Gündogan, der Tank wird leer sein. Ja, rein formal war es ihr Comeback, wie war es rein emotional in der Nationalmannschaft? Ja, ich bin natürlich glücklich, dass ich heute spielen durfte. Es hat gut getan, mal wieder über, glaube ich, 85 Minuten auf dem Platz zu stehen. Mir fehlt zwar noch ein bisschen der Rhythmus, aber ich habe versucht, über die leichten Dinge reinzukommen. Möglichst wenig Fehler natürlich zu machen, gerade auf der Position. Stichwort Position, da haben Sie neben dem Kollegen gespielt. Das hat viel überrascht, neben Özil. Wie war das Zusammenspiel? Ja gut, als Doppelsechs Özil Gündogan ist das natürlich nicht ganz so leicht. Und deswegen hatte ich heute, glaube ich, ein bisschen mehr defensive Verantwortung. Gerade weil wir Leroy, Timo und auch Jule noch vorne drin hatten und Mesut die Jungs natürlich auch unterstützen sollte. Deswegen war es nicht ganz so leicht für mich, nach vorne Akzente zu setzen. Aber ich glaube, insgesamt haben beide Mannschaften so gespielt, dass man möglichst wenig Fehler macht, obwohl wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, ja, die klar besseren Chancen haben. Machen das Tor nicht und am Ende geht das 0:0 in Ordnung, denke ich. Dankeschön. Gerne. Der Mannschaftskollege ist da, Leroy Sané. Ein mitunter unterhaltsamer Abend, vor allem in der ersten Halbzeit. Welche Aussagekraft hat dieses 0:0? Ich denke, dass ja, beide Mannschaften ihre Chancen, ihre Tore zu erzielen. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit 3 Torchancen, wo wir das Spiel hätten auch, glaube ich, schon entscheiden können. Wenn wir die 3 Tore machen, dann ist das Spiel auch etwas ruhiger für uns. Von den 3, 1,5 hatten Sie. Wie sehr wurmt Sie das, Sie da keine reingemacht haben? Ja, mich ärgert das natürlich sehr, weil ich immer noch kein Tor geschossen habe für die Nationalmannschaft. Und ich hoffe jetzt im nächsten Spiel, wenn ich da noch Einsatzzeit bekomme, dass ich da mein erstes Tor erzielen kann. Oder die WM wäre doch auch eine ganz gute Premiere. Vielen Dank, Leroy Sané. Dankeschön. Ja, erstes Länderspiel auf der ganz großen Bühne. Wie haben Sie Ihr allererstes Spiel in der Nationalmannschaft gesehen, hier im legendären Wembley-Stadion? Ja, ich fand eigentlich, für einen Einstand war es gar nicht schlecht. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, neue Mitspieler wieder auf dem Platz kennenzulernen, auch die Laufwege offensiver zu spielen. Und ja, klar, mit einem Unentschieden können wir gut zufrieden sein. Am Anfang hatten wir halt mehr Chancen, aber klar, mit der letzten Chance haben wir auch Glück, dass wir dann 0:0 spielen. Jetzt waren Sie zum allerersten Mal dabei. Hat Sie das überrascht, direkt in der Startelf zu stehen? Der Trainer hat halt einen Tag vorher mit mir noch gesprochen. Beim Abschlusstraining habe ich dann auch gesehen, dass ich von Anfang an spielen werde. Und klar war es ein bisschen überraschend, aber er wollte mich halt sehen und es hat einfach Spaß gemacht. Mit 25 Jahren haben Sie zum ersten Mal gespielt in der Bundesliga, mit 26 zum ersten Mal in der Nationalmannschaft. Sind Sie ein Spätstarter oder ein glücklicher Spätstarter? Ja, ich würde sagen, glücklicher Spätstarter auf jeden Fall. Dankeschön. Dankeschön.